Oh mein Gott, Leute. Es geht los. Pokémon Mystery Dungeon. Ich bin so gehypt. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich an dieses Spiel denke, Leute. Oh mein Gott, diese Szene. Die spoilern ein bisschen. Die überspringen wir. Oh mein Gott, es geht endlich los mit Mystery Dungeon. Im ersten Part wahrscheinlich ohne Rahmen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es am Ende aussieht. Weil ich mein zweites, also meine Team-Pokémon im Rahmen einbauen möchte. Und das weiß ich natürlich erst nach dem ersten Part. Und ja. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja gut, aufgeregt jetzt nicht. Aber ich freue mich so unglaublich, dass ich dieses Spiel mit euch spielen kann. Jetzt sind wir fast 500 Leute, Leute. Und ich muss euch dieses grandiose Spiel zeigen. Das ist wirklich mein Lieblings-Pokémon-Spiel. Und ich will erst mit euch gemeinsam spielen. Und ja, vielleicht ein paar Informationen. Pokémon Mystery Dungeon ist 2012, glaube ich, erschienen. Und ja, jetzt muss ich mich wieder hier... Ja, jetzt muss ich mich hier ein bisschen rumklicken. Ich sehe jetzt oben die Steuerung, das werde ich euch alles im Spiel erklären. Anderes, da sehen wir jetzt Demo Dungeon, Nintendo Wi-Fi Connection, brauchen wir alles nicht. Und ja, übrigens, ich nehme auch mit meinem neuen Mikrofon auf. Falls ich irgendwie leicht übersteuert bin oder zu leise oder zu laut. Ich denke eher zu laut, falls es laut zu leise ist, das Mikrofon wirklich nicht. Ja, ich bin noch ein bisschen an den Einstellungen machen. Und wenn ich das komplett habe, dann habt ihr auch eine viel bessere Audioqualität. Aber ich glaube, die sollte jetzt erstmal auch gehen. Und ja, ich rede schon so lange rum, fangen wir einfach an. Und das allererste ist natürlich bei Mystery Dungeon, wir werden von einer geheimnisvollen Stimme willkommen geheißen. Das ist das Portal, das zu der von Pokémon bewohnten Welt führt. Jenseits dieser Tore wartet neue Abenteuer und Erfahrungen auf dich. Bevor du ins Abenteuer aufbrichst, musst du einige Fragen beantworten. Beantworte sie aufrichtig. Nun, bist du bereit? Ja, das bin ich. Damit lass uns mit dem Fragespiel beginnen. Ja, Leute, hier wird jetzt nämlich durch meine, ich sag mal, persönliche Eigenschaften rausgefunden, welches Pokémon ich bin. Und ja, hast du Erkundungsteam Zeit bzw. Dunkelheit gespielt? Ja, natürlich habe ich die gespielt, was für eine Frage. Alle teilen sich einen Nachttisch. Einer ist noch übrig, was tust du? Ich erzähle es niemandem, ich erzähle es allen. Wer zuerst kommt, ich würde es niemandem erzählen und die danach essen, bin ich ganz ehrlich. Du möchtest ein begehrtes Spiel kaufen. Als dir jemand das letzte Exemplar vor der Nase wegschnappt, wie geht's dir? Ach egal, verärgert, war zuerst da. Ich weine ein wenig. Klar, ich fange an zu weinen, es gibt ja nicht 100 andere Shops. Also ich war verärgert natürlich, das muss man zu sagen. Ist es vertreibbar, manchmal einen anderen für die eigenen? Ist es vertretbar, hups, das lese ich schon falsch, die eigenen Taten verantwortlich zu machen? Kategorisch nicht, würde ich mal sagen. Also, das kommt immer drauf an, ob man jemand anderen dafür verantwortlich machen kann. Aber im meisten Effekt, meistens sucht man die Schuld immer erst bei sich selbst. Du schmierst dir gerade die Butterbrote für das Klassepicknick, als plötzlich Hunger bekommst. Was machst du? Ich esse nur eins davon. Beherrschen und weiterschmecken. Butterbrote, die sind verputzt. Ich würde sagen, eins esse ich und schmier mir ein neues. Trick 17, Leute. Du bist im Kino, was siehst du dir ein? An. Ja, natürlich ein Actionfilm. Bin ich eine Pussy oder was? Dein Freund fällt spektakulär auf die Nase. Lachen, das ist zu komisch. Aber ich würde... Ja, natürlich helfe ich ihn auf, aber lachen würde ich auch. Ich sag mal, ich helfe ihn auf, weil sonst klingt das ja schon zu rebellisch. Du wurdest zu einer tollen Feier eingeladen. Sie sollte hier eigentlich jeden Moment beginnen, aber es ist niemand da. Ist etwas passiert? Falsches Datum vielleicht? Starte ich die Feier eben selbst? Ich würde mir aber echt erstmal denken, ist irgendwas passiert. Möchtest du einmal berühmt sein? Ah, das ist so eine richtig blöde Frage. Berühmt sein, das ist... Jeder Mensch möchte mal, sag ich mal, nicht in den Leben nur irgendwas darstellen, sondern möchte ja irgendwas sein. Wenn du zu den Typen da hinten gehst und der sagt, du, dich kenne ich, das ist doch ein cooles Gefühl. Also berühmt zu sein, echt mal eine coole Sache, würde ich mal sagen. Also drücke ich mal ja. Bist du männlich oder weiblich? Mein dunkles Geheimnis. Nein, Spaß beiseite. So, meine Aura wird analysiert. Deine Aura ist die Energie, die du ausstrahlst. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, auf dieses Band drücken. Entspann dich, drücke deine Fingerspitze, Sand auf das Band. So. Oh, ja, das gefällt mir. Oh, ja, ja. So. Deine Aura konnte identifiziert werden. Nimm jetzt deinen Finger vom Touchpad. Gut, das habe ich bereits gemacht. Deine Aura ist... Und was bin ich? Ich glaube, orange war ich immer. Oder blau. Ich glaube, blau oder orange war ich eigentlich immer. Ein klares Aquablau. Eins von den beiden war ich immer. Danke für die Beantwortung dieser Fragen. Du bist eher... Und was bin ich? Der freche Typ. Oh, sag ich doch. Oder zumindest etwas vorlaut. Vorlaut bin ich wirklich nicht. Wobei, nein, Spaß. Du nimmst nicht gerne Befehle entgegen, du sprichst ja ein bisschen rebellisch. Wie schon gesagt, deswegen habe ich vor uns mal was anderes genommen, aber ich bin ein Rebell. Und widersprichst gerne. Ja, widersprechen, ja. Du bist gerne der einsame Wolf. Nein, das bin ich nicht. Ich bin gerne in der Gruppe unterwegs. Das stimmt wiederum nicht. Die Eltern haben die größten Schwierigkeiten mit dir.
halten dich für selbstsüchtig. Nein, nein, das stimmt doch alles gar nicht. Aber die Jünger neigen dazu, dich wirklich zu bewundern. Alle bewundern mich. Nein, Spaß. Also ein frecher Typ wie du wird ein Riolo. Oh nee, ich wollte kein Riolo werden. Oh nee, aber ich werde irgendwann ein cooles Lucario. Oh nee, ich wollte kein Riolo werden, aber das ist wenigstens, das ist meine Sache. So, wer wird mein Partner sein? Oh Leute, da gibt es so viele Pokémon, die... Kanimani, ich bin jetzt ein Kampf-Pokémon, ich bin jetzt ein Kampf-Pokémon. Sagen wir so, was könnte mich denn unterstützen? Psycho-Attacken treffen mich und Flugattacken. Ein Feuer-Pokémon wäre... Oh, Feurigel! Ich glaube, ich nehme Feurigel, ja. Damals war ich immer ein Shiggy und einmal, glaube ich, ein Chellast und Feurigel war immer an meiner Seite und deswegen wird Feurigel auch dieses Mal an meiner Seite sein. Ja. Ah, natürlich heißt mein Partner nicht nur Feurigel. So, Leute, jetzt kommt wahrscheinlich darauf, worauf alle gewartet haben. Wen benenne ich als meinen Partner? Ich würde ja gerne Real-Life-Freunde so benennen, aber ich glaube, die finden das da nicht so toll. Deswegen werde ich Chicken Dash nehmen. Jawohl. Weil das ist jemand durch YouTube, den ich kennengelernt habe. Und Leute, Chicken Dash ist ja jetzt nicht mehr nur so ein YouTube-Kumpel, weil ich kann echt sagen, dass ich und Chicken Dash so richtige Freunde sind und so. Und wir hängen immer zusammen in Skype oder was auch immer. Ich komme ihn auch mal die nächsten Tage besuchen. Also dort, wo er wohnt, also in Wirklichkeit. Und ja, da kann man den nochmal nehmen. So. Das Geräusch hört sich so komisch an. So. Ob jetzt Chicken Dash reinpasst, das weiß ich nicht. Ich glaube, es passt. Na, es passt nicht rein. Dann nenne ich ihn einfach. Ich nenne ihn nach seinem richtigen Namen. Das klingt auch wohler. Ich glaube, ich glaube nicht, dass er da was dagegen hat. Andreas. So. Und okay. So, Andreas ist okay. Jawohl. Okay, so sei es. Ihr seid startbereit. Ab in die Welt der Pokémon. Seid stark, bleibt smart und sieht reich. Oh, oh, da fängt sie auch noch an, die rappen. Kapitel 1. Ein Sturm auf See. Oh mein Gott, wenn ich das schon sehe, dieses Bild. Oh mein Gott. Bist du in Ordnung? Nein, nicht aufgeben. Nur noch ein bisschen. Komm schon, halte durch. Nein, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, was ist da passiert? Wow, ich habe noch nie eine bessere Animation gesehen. Oh, das sieht aus wie ein Toheilo, meine Freunde. Oh, ein schöner Strand. Wo bin ich? Hey, da bin ich. Ich kann nicht so müde. Nein, Spaß. Oh, das ist Andreas. Nein! Ich will nicht länger zu untätig verdammt sein. Es ist soweit. Heute muss ich allen meinen Mut aufbringen. Pokémon entdeckt! Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Feurigel! Ah! Da hat mir vielleicht ein Schrecken eingejagt. Puh. Ich bin einfach zu feig, um hineinzugehen. Ich habe mir eingeredet, heute sei es soweit, aber... Oh, hübscher Stein. Ich dachte, es würde mir helfen, meinen Schatz mitzunehmen. Ich kann es einfach nicht tun. Ich bin solch ein Feigling. Das ist so entmutigend. Andreas, der Feigling. Oh. Hey, Zubat. Hast du das mitbekommen? Darauf kannst du wetten, Smuggern. Dieser kleine Schlaffi, der sich hier rumgedrückt hat. Der hatte etwas Interessantes dabei, wa? Ganz genau. Und es sieht so aus wie eine Art Schatz. Gehen wir hinterher? Na klar. Das tut mir doch da nicht so behagen. Wow, diese Animation, es gibt nichts Besseres. Ja, aber egal wie scheiße Animationen hier aussehen, Leute. Es geht nur um die Story und das Spielgefühl. Oh wow, was für eine herrliche Aussicht.
das Wetter so schön ist, kommen die Krabi bei Sonnenaufgang heraus und pusten Blasen in die Luft. Wie sich die Sonnenstrahlen an all diesen Blasen widerspiegeln. Es ist immer wunderschön. Oh, die Musik. Allein die Musik schon ist so gut. Hier komme ich immer her, wenn ich mich elend fühle. Kurze Frage. Wieso führst du so viele Selbstgespräche? Nur so eine Zwischenfrage, mein Freund. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich wieder gut. Dieser Ort heitert mich auf. Ich bin schon ein bisschen besser geworden. Hey! Was ist das? Was ist denn da drüben los? Wow! Da ist ja jemand im Sand zusammengebrochen. Was ist passiert? Alles okay? Oh gut, du kommst zu dir. Ich bin erleichtert. Wo bin ich? Du lagst ganz regungslos da. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Erinnerst du dich, wie du hier ohnmächtig geworden bist? Ich war ohnmächtig? Was ist passiert? Also ich bin Andreas. Freut mich, dich kennenzulernen. Und wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Also ihr müsst euch vorstellen, immer wenn er diese Bewegung macht oder so, erzählt er was. Aber hier hat man eingeführt, dass der Protagonist, also ich, selber nicht spricht. Was? Du bist ein Mensch? Ja, das wird er wahrscheinlich gesagt haben. Du siehst für mich wie ein ganz normales Riolo aus. Oh, es ist wahr, ich bin zu einem Riolo geworden. Aber wie ist das geschehen? Ich kann mich an nichts erinnern. Du bist etwas merkwürdig. Soll das irgendein Streich sein? Nein, natürlich nicht. Du hast die Wahrheit gesagt. Na gut, wie heißt du? Wie ist dein Name? Mein Name ist... da müsste ich mal nachdenken. Wie heiße ich nochmal? So, Silva. So. Ups, jetzt habe ich auf Nein gedrückt. Ups, nicht noch ein A. Start. Yes. Oh, du heißt Silva? Ja, so heiße ich. Okay, nun zumindest scheinst du kein bösartiges Pokémon zu sein. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Weißt du, neuerdings gibt es immer mehr bösartige Pokémon. Viele Pokémon sind in letzter Zeit aggressiv geworden. Alles ist ziemlich chaotisch. Oh mein Gott, das sind ja Smogon und Zubat. Ah, er greift ihn an. Ah. Och, das tut mir aber leid. Hey, warum hast du das gemacht? Hey, du kommst doch nicht selbst nicht drauf. Wir wollen Ärger machen. Du hast wohl nicht den Mumm dazu, dich zu wehren. Was? Das gehört dir, oder? Nein, das ist... Sorry, dir Zeig, aber das nehmen wir. Willst du es dir nicht zurückholen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Angsthase bist. Komm schon, hauen wir ab. Bis irgendwann, du Memme. Hehe. Oh Mann. Diese Halunken. Was soll ich tun? Das war mein Schatz. Er bedeutet mir alles. Ich ihn zu verlieren. Nein, keine Zeit zum Krüppeln. Ich muss sie zurückholen. Hilfst du mir? Natürlich helfe ich dir. Für dich will ich alles machen, Andrea. Wirklich? Du hilfst mir wirklich. Danke, schnell gehen wir. Jawohl, Leute. Oh, und jetzt fängt's an, Leute. In jedem Dungeon ist fast so eine geile Musik. So, begib dich zur Treppe. Greife Gegner durch das Drücken von A an. Gegner agieren, nicht bevor du agierst. Genau, das ist nach dem roten Prinzip. Aber Leute, erstmal werde ich was hier umstellen. Kann ich das hier gleich machen? Warte mal, ausruhen, anderes... Einstellungen, hier. Einstellungen, auf den Touchscreen, ja, überall, Topscreen soll, das Team sein, nur das Team. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Richtung Prüfen ein. Karte und Team. Offene Karte, genau, Raster ein, Tempo, Standard. Wird schon so passen. Genau so ungefähr. Normalerweise kann man da dein Team irgendwie hochstellen. Wie macht man das denn? Karte und Team. Normalerweise kann man nur sein Team dahinstellen. Vielleicht Statistik? Jawohl, Statistik, genau. Das ist nur das Team. So werde ich es eigentlich immer machen. Außer ihr habt andere Wünsche. So, jetzt kann ich mir natürlich noch die Attacken auswählen. Ich habe bisher schon Ruckzuckhieb. Nice, das ist eine Attacke, die über zwei Runden geht. Und Biss. Jawohl. Man kann die Attacke auch irgendwann Standard auswählen. Select. Genau. Und dann kann man die durch das Drücken von L und A ausführen. Ups, im Blickrichtung wenden, angreifen, Richtung ändern. Ja, genau. Jetzt kommen noch ein paar Tipps am Anfang. Aber natürlich kann ich dieses Spiel. Das ist übrigens die Währung, ja, wie schon da steht. So, und durch Drücken von... Ups. So, durch das Drücken von der Y-Taste kann ich den auch anvisieren. So. Ja, er greift auch an. Perfekt.
So, jetzt kann ich mir Unterstützung natürlich holen, indem ich taktisch hier zurückgehe, Leute. Das ist ein bisschen immer mit Taktik. In Blickrichtung. Meine Güte, muss der das immer machen, diese komische Information mir da geben? Vielleicht kann ich das auch irgendwie ausstellen. So, und da seht ihr, das hier würde mich von allen Statuswerten heilen. Wenn ich jetzt zum Beispiel minus 1 Angriff habe durch einen Heuler oder so ähnlich. Und ja, hier komme ich ins nächste Stockwerk oder so. Ich erkläre das natürlich jetzt auch nur für die Leute, die dieses Spiel noch nie gespielt haben. Die anderen werden sich wahrscheinlich langweilen, aber naja, so ist es ja auch ein Pokémon. So, Sinelbeere. So. Wie gehe ich jetzt taktisch vor, denkt man sich dann immer. Hier könnte ich jetzt durch die Seite angreifen, weil keine Wand dazwischen ist. Aber, hey, wie macht man das denn aus? Du besitzt keine Items. Ja, ja, warte mal. Anderes, Einstellungen. Tempo. So ein Angriff ist aus. Richtung prüfen. Ich mach mal aus. Das habe ich nämlich vorhin geändert. Vielleicht ist das da was. Und das ein Sinelbeere. Nice. Das würde mich mal um, ich glaube, 100 KP heilen. Waren es 100 oder 50? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf unseren Stand reicht die eh, um uns voll zu heilen. Oh, da sind viele Gegner. So. Der schläft. Den wecken wir mal nicht auf. Gut. Jetzt sind wir in einer ziemlich blöden Lage, weil zwei Gegner da sind. Aber. Hups, jetzt hab ich nicht nach oben gedrückt. Aber jetzt hat er minus 1 Attack. Und trifft nicht. Und tschüss. Genau, man kann ja auch verfehlen und so. Aber das Prinzip werdet ihr irgendwann richtig leicht checken. Und es macht übertrieben Spaß, das Prinzip. Einfach selber ein Pokémon zu sein und durch die Gegend zu laufen und Leute umzubringen. Ja, okay, Leute umzubringen klingt jetzt ein bisschen falsch. So ist etwas unklar. Du hast Hinweise, indem du nur mit den Drücken des X-Menü hörst und das anderes. Du unter anderes die Option durch Dungeon-Tipps willst. Ja, Leute, die brauche ich natürlich nicht. Ich bin ja schon ein erfahrener Erkunder. Das kann ich schon mal so sagen. So, ich greife jetzt mal ein bisschen normal an. Ach, genau. Mach Silberblick. Gut gemacht. Stirb. Jawohl. So, wir können natürlich auch eine Runde überspringen, indem wir einfach B drücken, Leute. Ups. Nein. Doch nicht? Warte, wie ging das? Ich glaube, wenn man A und B drückt. Ja, da kann man eine Runde überspringen. Ich könnte natürlich auch ins Leere schlagen. Und ich habe zurückgeschreckt. Jawohl. Also am Anfang ist natürlich noch alles easy, aber irgendwann wird es natürlich auch schwerer, Leute. Das ist ja auch nur der Anfangs-Dungeon. Ich glaube, der hat auch nur 5 Ebenen oder so. Stirb. Jawohl, One Hit. Und ich bin Level Up. Gut, Level Up zu... Level Up beizubringen sollte nicht das Schwerste sein. Konter. Interessante Attacke. Was kann sie denn hier genau? Nein, vergesst noch nicht. Ich möchte erstmal wissen, was sie kann. Erlangt Konterschaden. Schaden durch Physio-Attacken wird erwidert. Okay. Besser als Gesicht oder ähnliches. Ja, ja. Vergessen. Ja. So, jetzt haben wir Konter. Und ich krieg natürlich ein paar Statuswerte. Ach, das macht so Spaß, Leute. Dim. Ah. Da ist ein Kern. Plosivsamen. Ach, wir haben ja keinen Beutel, ne? Den kann ich jetzt natürlich nicht mitnehmen. Aber ich glaube, ich behalte die Sinelbeere, falls es irgendwann mal kritisch wird. Und ja, wir sind in der Strandhüllengrube. In der ersten Generation von Mystery Dungeon, würde ich mal sagen, gab es sowas nicht. Da ist man dann immer einfach Ende, hieß es oder so. Aber jetzt heißt das Ende des Dungeons immer eine Art Raum oder so. Zum Beispiel Spitze dieses Berges oder ähnliches. Hey! Die chillen hier den ganzen Tag. Na sowas, wenn das nicht unser alter Freund die Memme ist. Gib mir zurück, was ihr gestohlen habt. Das ist mein Schatz, er beutete mir alles. Schatz, sagst du? Dieses Ding ist also wirklich wertvoll, was? Ich würde sagen, das Ding könnte mehr wert sein, als wir gehofft haben. Wir sollten versuchen, es zu verkaufen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir einen guten Preis. Uhuhu, noch ein Grund, es nicht zurückzugeben. Was? Wenn du es unbedingt zurück willst, komm und hol's dir. Jawohl, und das ist immer das Zeichen, dass man jetzt kämpft. So, jetzt will ich natürlich nicht von meinem Partner getrennt werden und greife einfach mal. Ich sollte jetzt taktischerweise hier eins zurückgehen. Aber die kommen nicht... Der kommt nicht mit. Doch, kommt er. Ich will natürlich taktisch angreifen und beide angreifen, aber machen wir es einfach so. Zack. Ich weiß nicht... Was, er ist schon down? Tja, das war too easy, Leute. Das war too easy. Und das reicht schon. Wow. Dass sie so schwach sind, habe ich anders in Erinnerung. Aber naja, war einfach. War einfach, das freut mich doch. Aua. Sie haben uns geschlagen. Herr mit den Steinen, ihr Wichser. Verflixt, wie habt ihr Schwächlinge es geschafft, uns zu schlagen? Wenn wir Schwäche wären, wieso habt ihr dann verloren, ihr Idioten? Dann nehmt es halt. Nohoho, bildet euch nicht auf euch drauf ein. Ihr hattet nur Anfängerglück. Genau, merkt euch das. Ja, verpisst euch, Mann. Oh, mein Reliktfragment. Ich bin so froh, ich habe es tatsächlich zurückbekommen. Und es liegt daran, dass du mir geholfen hast, Silber. Vielen lieben Dank, Silber. Ach, kein Problem. Mach ich doch gerne. Ich bin dir wirklich dankbar.
Ich habe nur geholfen, weil ich zufällig gerade da war. Ob das richtig war? Ich glaube schon. Dieses Pokémon ist mir wirklich dankbar. Es ist schön, von jemandem geschätzt zu werden. Das haben sie uns gestohlen. Das ist ein Reliktfragment. Naja, zumindest habe ich angefangen, es so zu nennen. Ah, dieses Reliktfragment. Es ist mein wertvollster Schatz. Weißt du, ich mochte schon immer Legenden und sagen. Ich finde Geschichten aus der Vergangenheit so aufregend. Geht es dir nicht auch so? Versteckte Schatztruhen, seltsame Relikte, unerforschte Gebiete, die von Dunkelheit umgeben sind und fremde Länder, die darauf warten, entdeckt zu werden. Solche Orte müssen voller Gold und Schätze sein. Und Geschichte, wäre es nicht toll, geschichtliche Entdeckungen zu machen? Davon träume ich die ganze Zeit, ich finde das wirklich aufregend. Und eines Tages gelangte ich dann zufällig an dieses Reliktfragment. Zugegeben, es sieht nicht so wertvoll aus, aber sieh genauer hin. Siehst du? Auf dem Stein ist ein merkwürdiges Muster, nicht wahr? Stimmt, das ist ein merkwürdiges Muster. So ein Muster habe ich noch nie gesehen. Dieses Muster muss eine besondere Bedeutung haben. Dieses Reliktfragment muss an einen Schlüssel zu einem sagenhaften Ort sein. Zu Orten, an denen kostbare Schätze liegen. Wenn du wüsstest, mein Freund. Das sagt mir jedenfalls mein Gefühl. Darum will ich ein Erkundungsteam beitreten. Dieses Fragment muss irgendwo hineinpassen. Wo genau? Das will ich herausfinden. Ich will das Rätsel um ein Reliktfragment lösen. Daher wollte ich mich schon früher bei einem Erkundungsteam bewerben, aber... ich habe einen Rückzieher gemacht. Was ist mit dir, Silver? Was wirst du jetzt machen? Du hast dein Gedächtnis verloren und du hast dich irgendwie in ein Pokémon verwandelt. Weißt du, wo du jetzt hingehen wirst? Falls nicht, kann ich dich dann um den großen Gefallen bitten? Könntest du dir vorstellen, mit mir ein Erkundungsteam zu gründen? Ich bin sicher, dass wir ein gutes Erkundungsteam bilden könnten, Silver. Was sagst du dazu? Bitte! Was soll ich tun? Dieses Angebot kommt aus heiterem Himmel. Ich weiß nicht einmal, was ein Erkundungsteam ist. Was soll ich tun? Soll ich mit diesem Pokémon ein Erkundungsteam bilden? Ja, klar habe ich Lust dazu. Es stimmt, ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es kann wohl nicht schaden, wenn ich mich fürs Erste mit Andreas zusammentue. Vielleicht erfahre ich irgendwann, wer oder was ich bin. Wann ich bei diesem Pokémon bleibe. Blablabla. Okay, abgemacht. Ja? Wirklich? Du wirst mit mir ein Erkundungsteam gründen? Yeah, vielen Dank. Wir werden ein großartiges Tour abgeben. Du wirst sehen, wir schaffen das. Lass uns als Erkundungsteam zu Knuddelhof gehen und uns bei ihnen als Lehrlinge anmelden. Dort müssen wir trainieren, um alle als ein erstklassiges Erkundungsteam zu werden. Das Training wird mit Sicherheit sehr hart. Aber lass uns unser Bestes geben, Silver. Jawohl, diese Pose, das gefällt mir, Leute. Und so kam es, dass Andreas und Silver ein Erkundungsteam gründeten. Wie es sich herausstellen wird, war dies der erste Schritt zu vielen fantastischen Abenteuern, die uns noch erwarten. Ah, Gänsehaut, Leute, wenn ich das sehe. Pokémon Mystery Dungeon Himmel. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Ja, das möchte ich, das werde ich aber offscreen machen, weil dann das nächste Kapitel angehen würde. Und ich möchte doch gern das in einem nächsten Part machen. Wir sind bei 24 Minuten Aufnahmezeit, aber wisst ihr, das ist mir scheißegal. Ich feiere Himmel und ich werde das sofort aufnehmen, wenn der Rahmen fertig ist. Und ja, Leute, das war's vom ersten Pokémon Mystery Dungeon Himmel Part. Och, es ist noch lange. Natürlich ist es jetzt viel Story, aber es wird ein richtig geiles Game mit der Musik und dem Feeling und es wird so geil, Leute. Und ich freue mich drauf, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, meine Audioqualität war jetzt respektabel, beziehungsweise einfach gut. Wenn nicht, ich stelle mich da um. Bin ich eigentlich verschnupft? Ich spreche so komisch. Ich höre mich jetzt nämlich ziemlich komisch, weil ich Kopfhörer auf habe. Die seht ihr jetzt nicht, aber abgesehen davon, ja, ich freue mich unglaublich, Leute. Und ich freue mich auf ein neues Projekt mit euch. Und deswegen sage ich ciao. Wir sehen uns in einem neuen Part.